Blogtown, yeah! Moin moin Leute und damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Minecraft Blogtown. Heute mal am Sonntag und nicht am Samstag. Und mit dabei ist Maxman. Hallo. Hallo. Und da wir es ja leider gestern nicht mehr geschafft haben, eine Folge für Samstag aufzunehmen, nehmen wir heute am Samstag eine Folge für Sonntag auf, also so richtig Aufnahmeception. Und ja, in dieser Folge wollen wir mal ein kleines bisschen über Identität im Internet reden. Und wie immer, wenn ihr Bock habt, dass wir ein Thema besprechen sollen, was ihr mal gerne hören wollt, dann schreibt uns das in die Kommentare. Aber das soll heute gar nicht das Thema sein, denn heute geht es um das Thema Identität im Internet. Und das ist ja irgendwie immer eine ganz schön brisante Sache, wenn man mal so überlegt, dass ja irgendwie jeder von uns das Internet benutzt und Internet-Identitäten benutzt, sag ich jetzt mal. Ich meine, das machen wir ja auch. Ich meine, allgemein unser ganzer YouTube-Kanal ist mehr oder weniger nur eine Internet-Identität. Und ja, ich meine, hat natürlich seine positiven und seine negativen Seiten, ne? Ich weiß jetzt gar nicht, womit wir prinzipiell anfangen wollen. Ich weiß nur, dass ich hier gerade den Keller weiterbaue. Identitäten im Internet. Erstmal ganz grundlegend gesagt, natürlich gibt sich nicht jeder als die Person aus im Internet, die er wirklich ist. Ich denke mal, es sollte jedem klar sein, dass da sehr viele Menschen sind, die so tun, als wären sie jemand anders. Vor allem den ganzen Fakers. Fakers? Faker. Faker. Die ganzen Fakers. Die ganzen Fakers. Hashtag Fakers. Ist schon zu spät. Faker. Und ja, die meisten geben sich halt als eine Person aus, die sie nicht sind. Das sollte erstmal grundlegend jedem klar sein, dass was so ist, ja. Richtig. Und das Hauptproblem meiner ganzen Geschichte ist, dass man so natürlich auch schnell verarscht wird, dass man natürlich so auch überhaupt nicht hinter die Person gucken kann, weil sie sich halt mehr oder weniger hinter so einer anonymen Maske versteckt im Internet. Und das ist natürlich irgendwo die Kehrseite von dieser ganzen Internet-Identität, sag ich jetzt mal. Gibt natürlich auch gute Seiten, es gibt natürlich auch Leute, die halt durch Internet-Identitäten, sag ich jetzt mal, irgendwie, weiß ich nicht, bekannt werden, berühmt werden, was weiß ich. Gerade so jetzt auch in Richtung YouTuber sollte jedem von euch irgendwie klar sein. Ups, ich probiere hier mal. Als ob. Und ich sag's mal so, wie auch schon gesagt, auch West Companies ist irgendwo nur eine Internet-Identität. Das steht ja jetzt für nichts. Das steht ja mehr oder weniger nur, dass wir hier chillen und ein bisschen mit euch labern. Mehr oder weniger. Also wir labern mit uns und ihr hört zu. Und das ist natürlich eine coole Sache. Aber es gibt jetzt auch so ein paar Sachen, wie zum Beispiel Faker. Hat Maxman ja gerade schon angesprochen. Das ist ja nicht so eine ganz coole Sache. Ich selber habe mit Fakern jetzt bisher wenig zu tun gehabt. Also ich weiß jetzt nicht, es hat jetzt noch niemand versucht, mich irgendwie zu faken oder West Companies zu faken oder irgendwas. Aber ja, man könnte jetzt natürlich auch dieses Beispiel der Pädophilie im Internet bringen und so, gerade so in Foren, in Chatrooms, Facebook, was gibt's da sonst noch so, Twitter, irgendwas, auch vielleicht Instagram gibt's ja auch ganz viele Fake-Profile, die ich auch immer schön gleich blockiere. Das finde ich auch mal ein klein bisschen lustig, ne? Wenn da denn im Profil irgendwie steht, Ukrainski Supermodel, folgt dir jetzt. Und ich denke mir so, ja, natürlich. Natürlich. Wo ist der Blockier-Button? Ja, liebe Freunde, kurzer Cut. Meine Grafikkarte denkt sich wieder, hab keinen Bock gerade. Aber ich sag's mal so, mein PC läuft auch irgendwie schon den ganzen Tag. Ich denke, da kann man das meiner Grafikkarte mal verzeihen. So, wir bauen hier mal ganz fresh weiter. Ich weiß ja noch gar nicht, wie wir das hier mit der Beleuchtung drin machen. Vielleicht auch mit Redstone-Lampen oder irgendwie so. Weiß ich noch nicht. Muss ich später gucken. Brauche auf jeden Fall mehr von den Slabs. Ja, ich war ja gerade eben bei dieser Instagram, Facebook, Twitter-Geschichte. Diese ganzen Faker. Ich persönlich finde auch Faker von größeren YouTubern überhaupt nicht gut. Ich habe zum Beispiel neulich erst irgendwie ein Fake-Profil von, ich glaube von Sacharza oder so.
weil so drin stand offizielle Twitter-Official von Valentin Ramel und so, habe ich mir so gedacht, hey, ganz ehrlich, das ist doch gar nicht sein Profil, das ist doch Quatsch. Ja, dann habe ich natürlich mal so gesehen, letzte Aktivität irgendwann 2012. Entweder er hat danach irgendwie selber gemerkt, ist nicht ganz so geil. Oder er hat sich so gedacht, also der Faker, der dahinter steckte, ne, der Admin dieser Seite, hat sich so gedacht, ja, keine Ahnung, macht man sowas jetzt weiter? Vielleicht ist er auch irgendwie zur Einsicht gekommen, was ich irgendwie jedem irgendwie wünsche. Ich finde allgemein diese ganzen Fake-Geschichten totaler Schwachsinn, ne? Wenn ich mal so überlege, wie viele YouTuber auch irgendwie auf größeren Servern gefaked werden, dass die halt zum Beispiel so einen Namen haben, der halt nur so ähnlich ist, ne? Zum Beispiel habe ich tatsächlich mal auf dem Server jemanden gesehen, der hieß nicht Ungespielt, der hieß Umgespielt, also mit M. Also gedacht, hey, okay, was ist denn nun los? Ist ja nicht ganz so cool. Gerade auf solchen Sachen, auf solchen Plattformen wie zum Beispiel Facebook, wo halt jeder irgendwie sagen kann, ja, bin irgendwie ein 15-jähriges Mädchen und bla, und in Wirklichkeit ist das ein 35-jähriger Mann mit Halbglatze und Bierbauch. Ja, ist nicht ganz so cool. Und ich denke, wir sind da nicht die Letzten, die das ansprechen, und auch, sind auch natürlich nicht die Ersten. Ich denke, diese ganzen Sachen, das kommt euch irgendwann auch schon wieder zu den Ohren raus. Ich denke, das haben auch andere Leute ganz gut mal besprochen. Ich muss jetzt mal ganz kurz gucken, wo ich hier die Lampen reinzimmer. Die Tatsache, dass es viele Pädophile im Internet gibt, die sich über das Internet eigentlich ziemlich leicht an andere minderjährige Menschen ranmachen können. Oder so den Kontakt aufnehmen können, sowas wie Chatroulette und so. Ja, stimmt, Chatroulette, ja. Das ist halt das Ausnutzen dieser Anonymität im Internet. Also, ja, die nutzt das ja gezielt aus, dass keiner weiß, wer sie ist, wer sie sind. Und das ist auch sowas, wovon man aufpassen sollte, dass man nicht weiß, wer ist das, was will er von dir, welche Absichten hat er. Ja, achso, nochmal ganz kurz um Chatroulette zu erklären, vielleicht kennen einige von euch das nicht, das ist sozusagen so eine, Plattform, sag ich jetzt mal, die ist halt nicht so wie Facebook oder Twitter oder irgendwie so. Ist halt so, ihr kriegt einfach random irgendwen vermittelt, der halt auch gerade Chatroulette am Chillen ist. Und dann kann man halt so ein, entweder so ein Chat oder halt so ein Videochat mit dem anfangen. Ja, also wie gesagt, das ist halt so ein random Chat und da werdet ihr halt mehr oder weniger reingewürfelt und da kann man halt auch, das ist halt nicht länderabhängig, sondern es kann auch sein, dass ihr jetzt irgendwie, wenn ihr der Meinung seid, dass ihr damit irgendwie kommunizieren wollt, dass ihr da halt irgendwie so ein Inder bekommt oder so ein Taiwaner oder irgendwie vom anderen Ende der Welt, und dann könnt ihr halt irgendwie mit dem über Internet kommunizieren. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne mich mit sowas relativ wenig aus, weil ich sowas in meiner Lebzeit noch nicht praktiziert habe. Chatroulette finde ich ein bisschen, weiß nicht, ich finde das ein bisschen schwachsinnig. Also ich möchte noch eine. Ja, ne? Ich bin nur gerade am Überlegen, wo ist denn hier die. Gibt es hier irgendwie eine Mitte? Hier. Bau mal hoch und bau den Stein mal ab. Ist das genau die Mitte? Das wäre richtig cool, wenn das genau die Mitte ist. Ich zähle schnell aus, ist ja schnell zu Ende. Was? Ist ja schnell zu Ende, ich zähle das aus. Achso. Ne, ich glaube, das ist die Mitte hier. So. Nee, also wie gesagt, Chatroulette, ich weiß zum Beispiel, dass Kollegen das mal von mir gespielt haben, oder eine gute Freundin von mir zum Beispiel hat da mal einen ganzen Abend halt über Chatroulette so zwei so Menschen kennengelernt, und die waren wohl echt korrekt, die waren halt aus Polen, also relativ aus der Nähe von uns, sag ich jetzt mal, ich glaube aus Warschau oder so, ist ja doch relativ nah an Rostock geografisch gesehen, und die hatte dann echt noch ziemlich lange Kontakt mit denen, zum Beispiel über Facebook, und das ist ja natürlich, das ist an sowas natürlich cool, muss ich ja ganz ehrlich sagen, aber prinzipiell finde ich dieses Chatroulette, das ist so, ach, keine Ahnung, das ist so ein präpubertäres, ja, lass mal machen, weil es ist total lustig und alle anderen machen es auch. Also, dem Ganzen kann ich irgendwie nichts abgewöhnen, und ich denke mal, dafür bin ich auch jetzt eh zu alt, von daher. Ja, gibt's sonst die Lampen her. Was denn? Die Lampen. Ich habe nur noch eine. Wir haben nicht mehr. Hm.
was noch zu sagen ist, ist, dass viele Personen, vor allen Dingen in Minecraft, sich als Frauen oder als weibliche Wesen ausgeben, um daraus Vorteile zu schaffen für sich. Ja, wie auch ist ja bei WoW zum Beispiel nicht anders oder bei irgendwelchen anderen, keine Ahnung, was gibt's dann noch? WoW, Guild Wars, irgendwie sowas. Also das ist auch ziemlich einfach und da sollte man auch aufpassen. Ja, also da auf jeden Fall, selbst wenn der einen tollen weiblichen Char hat, heißt das nicht, dass das nicht auch ein 42-jähriger arbeitsloser Typ sein kann, der gerade Bier über seine Tastatur gekippt hat. Ne? Ja, es klingt komisch, ist aber so. Ja, deshalb, also... Kann ich die haben, die Lampen? Jo. Hey, wo willst du noch Lampen anbauen? Über die Adblöcke. So, dann dürfte der einigermaßen gut beleuchtet sein und dann müssen wir vielleicht nochmal mit der Seitenbeleuchtung gucken, ob das einigermaßen passt und dann ist das, denke ich mal, okay. Ja, und also... Ja, nur zusammenfassen für eine Identität im Internet. Es ist nicht jeder der, für den er sich ausgibt. Genau, vor allem nicht Maxman. Der ist nämlich eigentlich Daniel Hartwig und moderiert Let's Dance. Ja, also eigentlich, ja. Und ja. Ich bin eigentlich der Sohn von Hans Meiser, aber ich sag's keinem. Nee, Ossi ist eigentlich die kaum erwähnte Schwester von GLP. Stimmt, finde ich eigentlich cool. Weil ich verkörpere hier ja halt so männliches Zeug und eigentlich bin ich eine Frau. Ja. Bin ich auch ein bisschen... Deshalb habe ich auch keinen Pimmel. Was? Alles gut. So, der ja, Keller ist fast ist fertig. Also, ich freue mich, dass... Passt also auf, wem ihr mit Internet zu tun habt. Traut nicht jeder Person. Genau, Maxman. Was? Nee, alles gut. Also verlasst euch irgendwie einigermaßen auf Sachen und... Auch so, zum Beispiel, wenn ihr angeschrieben werdet und so, gebt ihr nicht irgendwie immer gleich Kontaktdaten. Wenn ihr die persönlich kennt, dann ist es was anderes. Genau. Aber wenn ihr die jetzt nicht kennt, dann seid ein bisschen vorsichtig. Genau, gerade so zum Beispiel bei Facebook oder so. Ist halt... Seid vorsichtig. Ja, stimmt. Weil... Mädchen werden da immer noch leichter... Gibt es eigentlich pädophile Frauen? Nein, aber es gibt Männer, die pädophil sind und noch jung stehen. Ja, klar, aber bist du sicher? Ich kann mir gut vorstellen, dass es auch pädophile Frauen gibt. Ich glaube, das Problem ist, denn... Das ist egal. Das hat nichts mit dem Thema zu tun, das können wir bei einem anderen Thema ansprechen. Genau, also wenn ihr das Thema gibt es pädophile Frauen haben wollt, dann schreibt uns das mal in die Comments. Ich rede mal über Sexualität. Dann sagt uns Bescheid, aber das gehört hier jetzt nicht rein, das machen wir ein anderes Mal. Jo, genau. Wollen wir Karotten? Ich weiß es nicht mehr. Hier, auf dem Feld. Wo denn der Kiste? So, ich würde sagen, dann war es doch schon mit dem Thema, wenn Ossi nichts mehr zu sagen hat. Nö, prinzipiell nicht. Außer irgendwie seid ein bisschen vorsichtig im Internet. Internet ist für alle so voll frei zugänglich und so und eigentlich kann da jeder machen, was er will. Und damit. Genau, habt noch einen schönen Tag. Wählt nicht die CDU. Was? Was? FDP. Linke? Grüne? Was? SPD. Lila, Schwarzen, ich wähle bitte. Genau. Und wählt bitte die SED. Die beste Partei der Welt. So gut wie Mediakraft. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und ich hoffe, die Folge hat euch einigermaßen gefallen. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Woche wieder. Und Maxman, der sagt zum Abschluss der Folge: Auf Wiedersehen. Tschüss.